Heute Abend starten wir eine neue Veranstaltungsreihe mit dem schönen Titel Komplizen für Altona. Soll also für Altona heute Abend gearbeitet, sich beteiligt werden. Dazu habe ich ganz verschiedene Gruppen eingeladen, Künstlerinnen, Architektinnen, aber auch Politiker aus dem Bezirk und natürlich die Nachbarschaft, um zu schauen, wie können wir gerade bei den aktuellen Themen in Altona, es steht an Stadtteilentwicklung Neue Mitte Altona, es steht an, wie soll in der Viktoria-Kaserne sich das weiterentwickeln mit den Künstlern, mit den Kreativen, die dort sind. Und deshalb versuchen wir heute Abend mit einem ganz neuen Instrument, dem Stadtspiel, auszuprobieren, dass die Ideen, die alle Beteiligten haben aus den unterschiedlichsten Bereichen, da einfließen können, dass wir wirklich Beteiligung, die immer alle fordern, vielleicht besser organisiert werden kann. Und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, die da heute zustande kommen mit Hilfe dieses Stadtspiels. Das Spiel erbringt Ideen, aber das Spiel ist auch ein Begleitinstrument für Prozesse, weil man eben, man kann bestimmte Bauten reinsetzen in das Brett, so wie das auch heute Abend passiert, und Sie können dann das, was das Endergebnis ist, wenn Sie nochmal spielen, können Sie dieses vergleichen mit dem Stand der Entwicklung meinetwegen in einem Monat. Und Sie können auch immer wieder neue Menschen einbinden oder Sie können mit den bestehenden Menschen neue Varianten ausprobieren. Also Sie kommen durch das Spiel immer wieder auf, ja, man kann sagen, eine neue Öffnung, ja, der Situation. Und das ist eigentlich das, ist etwas Wichtiges in der Stadtentwicklung, dass die Fronten nicht so sehr verhärtet sind, weil sie dann in sehr kleinteiligen Aushandlungen sind, die manchmal ja auch wichtig sind, ohne Zweifel, aber manchmal sind sie auch wirklich sehr behindernd. Die Ursprungsidee kam aus verschiedenen Interessenbereichen, also von Kultur, von Immobilienwirtschaft, von überhaupt Gewerbe. Und, aber es fällt sofort auf, dass es ähnlich bei Politik ist, dass sie verschiedene Haltungen natürlich haben, verschiedene Interessengruppen. Und das Spiel erweitert den Raum für, nicht nur für Kompromisse, sondern vielleicht auch für goldene Mittelwege. Ja, und das ist ja eigentlich das Ziel. Also man kann sagen, im Sinne einer Sachpolitik, ja, dass sie verschiedene politische Richtungen an einen Tisch haben und sie streiten um die beste Idee. In Neue Mitte gibt es eine Schule, die darauf vorbereitet, in Hamburg zu leben. Das heißt, sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Hamburger Themen. Ich habe mir das auch einfacher vorgestellt, sich so eine Stadt auszudenken, und dann ist es doch irgendwie schwieriger, wenn man merkt, Starterfamilien, dann noch das Thema regenerative Energien, Blockheizkraftwerk, und dann auch weiter Bauspielplätze. Und eine Demokratiewaage, sowas wie Speakers Corner, wo man bestimmte Dinge abwägen kann, indem man die Menschen auf die Plattform auf beiden Seiten springen, um zu entscheiden, was sie gerne im Viertel haben wollen. Ja. Und unser Viertel heißt Lockviertel. Es war doch sehr spannend, weil wir ja auf unbekanntem Terrain waren. Und ich war selbst auch sehr ein bisschen aufgeregt, ob was da für Ergebnisse rauskommen. Aber es hat sich gezeigt, dass eben durch die gute Mischung der verschiedenen Bereiche, die da beteiligt waren, eine ganz große Sammlung von Ideen für so einen neuen Stadtteil wie Altona Neue Mitte rausgekommen ist. Für mich ganz wichtig, dass doch gesagt wurde, die Neue Mitte Altona soll die Alternative zur Hafen City sein, und wir müssen von vornherein mitplanen, dass da unterschiedliche Leute leben, dass da Familien sind, dass man zum Beispiel auch kleinteilige Stadthäuser braucht, Gewerbe, Kultur und Wohnen. Immer wieder kam Kultur vor, von vornherein mit einzuplanen, aber auch so ganz großartige Ideen zu sagen, wir wollen nicht erst hinterher gucken, was leben da für Menschen, sondern von vornherein einplanen, dass unsere Stadt eine Einwanderungsstadt ist. Wir zum Beispiel auch eine Moschee mit einplanen sollten von vornherein, nicht erst, wenn man feststellt, sie sind in den Hinterhöfen. Also ein Wahrzeichen der Integration in der Stadt,
warum nicht eine Moschee in der Mitte Altona? Das war schon eine sehr besondere, ein besonderer Wunsch. Dann sollte auch ein Studentenwohnheim mitgedacht werden, ein Markt. Man war eher skeptisch bei Architekturwettbewerben. Und es wurde auch noch mal vorgeschlagen, dass der Wasserturm erhalten bleiben sollte. Und bei allen Dingen, die geplant sind, auch im Bereich übrigens Pflege für ältere Menschen und familienfreundlich, immer mit Bedenken, dass die Energieversorgung regenerativ sein soll, dass all das, was ökologisch wichtig ist, mitgedacht wird, aber das Soziale und das Kulturelle eine wichtige Rolle spielen und dass eben ein Gemeinwesen nur gut funktionieren kann, wenn dies von vornherein mitgedacht ist. Und ich glaube, wenn wir diese Ideen, es sind noch eine Menge mehr, die aber wir alle aufgezeichnet haben, jetzt einfließen in die Planungen, dann könnte das gut gelingen.